von Need for Speed Most Wanted. Die Uhr ist gestellt. Und erst einmal schauen wir mal ins Strafregister. Ja, wir können es noch. Schauen wir mal kurz auf die Ranglisten. Nagelbänder und Helikopter sind wir noch nicht platziert. Alles außer Straßensperren, Polizeiwagen zerstört und Verfolgungsdauer sind somit überall einstellig. Dann werden wir mit dem Namen erstmal gerecht und machen ein bisschen Chaos in Rockport. Auch wenn wir alle Meilensteine schon haben, aber ich will nochmal richtig schon Chaos sehen. Dann noch ein paar Rennen gewinnen und dann können wir uns den Snob schnappen. Ein Chaos wollen wir doch alle haben in Need for Speed. Die Falle war easy. Ganz easy. Und bis wir endlich mal einen dritten Teufel kriegen, das wäre nämlich der RX-7. Dauert es noch eine Weile. Außer es wird der Porsche vom. Ja, komm, eine kleine Radarfall, mach mal. Ich weiß, bloß nicht reinfällen und bloß nicht wieder irgendeinen Spruch kicken. Der mir wieder das Genick brechen könnte. Vorteil, wenn man erstmal draußen ist aus dem Pulk, kann man schön erstmal sammeln. Kann man schön Geschwindigkeit sammeln, wenn man sich aus dem Pulk raushält. Natürlich werde ich dann noch eine Deutschlandfahne drauf böllern irgendwann mal. Und sollte ich Russlanddeutsche unter meinen Zuschauern haben, kommt natürlich auch noch eine Russlandfahne drauf. Lange gerade, kann ich jetzt Speedboot machen. Victory! Mal klären wir noch ein L. Noch ein Eliminierungsrennen. Radarfahren, die können wir auch noch machen, wenn wir einen BMW wieder haben. Oder wie nennt eine Bekannte von mir ihren Wagen? An Sepp. Wenn wir einen Sepp wieder haben.
Also ihr würdet den BMW M3 anders nennen. Ich werde mir den Spruch jetzt mal ganz gewaltig kneifen. Wie heißt du schön? Heute nicht! Zitat Lost aus Apple War. Aber aufgrund von einem Pedo-Vorfall ist ja Lord Abaddon ja auch nicht mehr so gut auf die zu sprechen. Und falls ihr Herrn Newstime gesehen habt, der offizielle Insta-Account von Mercedes Deutschland wurde gehackt. Alles mit Montana Black Bilder voll und Knossi Bilder drauf und Knossi Krone drauf. Habe ich mir auch nichts Böses dabei gedacht, dass ich das mitgekriegt habe. Habe mir gedacht, jawoll. Ich weiß, wenn das Video kommt, ist das Thema natürlich schon ein paar Tage her, aber im Livestream ist es. Aber als ich die Aufnahme jetzt mache, ist sie noch aktuell. Und die Corona-Lockerung, was soll ich von halten? Naja. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich weiß, dass mir der Arsch ausbricht von dem Wagen. Ich brauche echt einen Wagen, wo mir der Arsch nicht ständig ausbricht. Und ja, ich hab's ja so eingestellt. Man wollte es ja nicht so anders. Ich wollte es ja nicht anders, Ich wollte unbedingt mit dem Wagen in Rockport Car stiften. Andere Frage, werde ich vielleicht die 10 Millionen schaffen? Kopfgeld. Ich habe selber schon drüber nachgedacht, ob das möglich wäre, aber wenn ich weiterhin so viel, wenn ich weiterhin Car stifte, ja. So, auf der Geraden kann ich wenigstens wieder Speed reinholen. Mist, jetzt ist der mir auch noch durch die Abkürzung gebrettert. Voll untergo. Ist beknattert. Und wer die ganzen Sprüche aus Disneys großer Pause noch kennt. Der soll da mal einen Einser in den Chat reinschreiben. Gegner hinter mir ist so ein typischer Randall, hängt mir am Arsch und will petzen.
Erstmal wieder hoch. Erstmal wieder Nitro hochziehen. Das war knapp, das war knapp, das war knapp. Ja, die Runde wird knapp. Hier kann ich wenigstens wieder Speed aufbauen. Ui, schöner Flug. Ich weiß, guten Flug. So, und diesmal schaue ich, dass ich die... Kurve perfekt nehme. Trotz dessen Abkürzung. Speedbreaker sei Dank, wenn man braucht, kann man ja einsetzen. So kann es bleiben, weit über gut 200 Meter Vorsprung. So kann es bleiben. Mal schön gemütlich die Kurve nehmen und nochmal Nitro zünden. Passt, der Sieg ist unser. Aber jetzt auf der Geraden kriegt er mich nicht mehr. So, was passiert wohl hier? Wir kriegen das nächste, wir können zum nächsten Rennen oder wir kriegen netten Besuch. Aber ich glaube eher, wenn wir sehr, sehr netten Besuch kriegen. Bei meinem Fahrstil nicht verwunderlich. Jawohl, maximal nehme ich. Nehmen. Nehmen. Heißt, wenn sie mich hier gleich oben wieder grün leuchtet, heißt es, gib ihm. Dann ist Carson Rockport vorprogrammiert. Aber zumindest die erste Mille Kopfgeld dann voll. Ich weiß, dass ich mir da ein ziemliches Geschwindigkeitsmonster hochgezüchtet habe. Deswegen schauen wir nochmal kurz die Zeit. Boah, 5 Stunden haben wir noch. Da muss ich immer auf die Uhr gucken.
Ich könnte ja mal wieder in den ersten Generationen hernehmen, aber nö, den müsste ich danach tunen und das Geld habe ich jetzt dafür auch nicht über. Also dementsprechend mache ich es erstmal nicht. Kann ich durchfetzen? Ja, ich brauche nicht die scharfe S-Kurve nehmen. Maximal und bis jetzt war noch nichts an Polizei. Als ob die Mautstellen gut heißen. Warte mal, was, aber da sind wir vorbeigepfeffert wie die Blöden. Ui, netten Besuch. Jawohl, ja. Ich habe zwar die Aufgaben schon alle erledigt in den letzten Parts, aber hey. Rhinos. Rhinos, ja toll. Jetzt schon 7,5 Kopfgeld. Ah ja, toll. Netter Versuch. Verkackt. Naja, irgendwann verkacken wir es alle mal. So. So, und das heißt, der ist jetzt wieder auf... Boah, ist immer noch... Nein. So, Rennsiege haben wir. Ja, weil du im Moment nicht aufgepasst hast. Was habe ich da schon wieder reingenoobt?
Was habe ich da schon wieder reingenoobt? Aber auch nur, weil ich konnte. Kappa. Eigentlich sollte ich ja die Wagen tauschen, aber nö. Mit dem macht es gerade so viel Spaß, auch wenn ich das erste Mal reingenoobt habe. Weil ich mir wieder gegen alles fetzen musste. Ich wollte eigentlich tauschen, aber dann bin ich voll gegen die Wand gekracht. Typisch. Hat sich einfach nach der einen der vielen Ex-Freundinnen von Chan benannt, den ich übrigens persönlich mal getroffen habe. Ich weiß, halt eigentlich UF-Base. Aber ich krieg ja eh wieder die Geschwindigkeit, das ist gar kein Thema. Ja, zu der Zeit, dass über Burger King Werbung war, hatten sie auch noch relativ guten Ruf. Und dann kam der ganze, ja, Burger King Skandal. So, am ersten könnte ich noch rankommen. Passt. Wenn jetzt die unfreiwilligen Mitfahrer hier mich mal machen lassen würden, wäre es gar kein Thema. Erstmal übers Industriegebiet. Das ist aber ganz schön viel Polizei. Das Rennen habe ich eigentlich nur gestartet, dass ich wieder eine Verfolgung habe. Vergesst es, Jungs, diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal lasse ich mir das Kopfgeld nicht nehmen. Jawohl, nichts mitgenommen.
netter Versuch, Jungs. Jawohl, ja, gleich wieder ein paar mitgenommen. Kann auch gern so weitergehen. Wenn es nach mir geht. Ich will die Mittel voll haben. So, und dann gleich hier noch durch. Jetzt mal hier noch durchbrettern. Hier noch schnell einen mitgenommen, 11 Waren zerstört, geht doch. So, erstmal den Wagen schon gechillt parken. Ja, so lässt sich der Part auch beenden. Schön in aller Herrgottsruhe. Und das war das Wort zum Sonntag. Bis zum nächsten Part.